Heyo Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute. Und ihr könnt schon sehen, wir sind super klein und schwach in Minecraft. Denn heute werden wir Minecraft spielen, aber mit jedem Level werden wir stärker. Lasst dafür ein Like und ein Abo da. Aktuell sind wir noch Level 0, Stärke Level 1, Ausdauer Level 1 und IQ Level Nummer 1, Freunde. Also wir sind noch richtig, richtig klein hier und wir werden heute größer. Selbst im Vergleich zu den Villagern sind wir hier noch klein. Und ihr seht schon, Leute, hier unten in dieser Leiste, umso mehr Schritte wir machen, desto mehr Stärke und Ausdauer sammeln wir. Also richtig, richtig cool. Wir müssen heute groß und stark werden in Minecraft und dann werden wir natürlich auch besondere Spezialfähigkeiten freischalten. Aber wir werden das Ganze nicht alleine machen, denn ich habe ja noch meinen Kumpel Stani hier mit dabei. Da ist hey, er ja. Ey, Stani. Ey, du bist ja auch voll klein. Ey, Mann, ich bin Baby, Mann. Ey, Stani, wir müssen zur Schule. Komm mal mit, Junge. Ey, Max, wir haben jetzt den IQ von Vive, nämlich ein 1er IQ. Oh Mann, ey, wir müssen auf jeden Fall Sport machen. Wir müssen trainieren. Wir müssen was lernen und wir müssen ich habe meinen Trainingsanzug zum Glück schon an. Das ist gut. Du hast schon Sportsachen an. Lass uns auf jeden Fall mal hier ein bisschen rumlaufen, weil du siehst ja, wir sammeln so Ausdauer und dadurch machen wir nämlich Level up und wenn wir Sachen schlagen, dann leveln wir dadurch auch, ja? Guck mal hier, wenn wir zum Beispiel den Baum schlagen, da bekommt man auch noch Ausdauerlevel dazu. Bro, oh lass mein doch Gott. Mal das. Guck mal, das Huhn ist größer wie wir fast. Alter, wir sind richtige Schmalspurer. Hier, komm, weg lass mit das dir. Huhn verprügeln. Ja, komm, weg mit dir. Es tut mir leid, Huhn, aber wir brauchen Level. Ich glaube, da kriegen wir nochmal extra Bonus, wenn wir das Huhn verprügeln. Ja, ich glaube auch so. Zack, der ist jetzt hier weg, Junge. Okay, das ist ja schon mal gut. Ey, ich habe schon 300 Schritte gemacht. Wie sieht's bei dir aus? Boah, ich bin jetzt auch fast bei 300. Okay, ich glaube, wir müssen... Lass mal hier richtig rumlaufen. Lass erstmal Sportunterricht machen quasi. Ja, das Ding ist aber, wir sind hier doch ziemlich schwach, ne? Wenn jetzt hier ein großer Gegner kommen sollte, dann sind wir auf der macht uns fertig. Wir müssen auf jeden Fall, bevor die Nacht anfängt, selbst ein Huhn ist schon ein Endgegner für uns gerade. Guck mal, wie klein wir hier sind. Wenn in der Nacht Zombies kommen oder so, dann können wir gar nichts machen. Ja, ja, wir müssen das Dorf verteidigen können. Deswegen müssen wir uns jetzt hier mal richtig krass machen. Lass die Kühe hier verprügeln. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo bist du? Ich bin hier auf einem Haus drauf. Hallo, Stani, wo bist du? Wollen wir uns nicht erstmal ein Schwert oder so machen? Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir können uns ja schon mal irgendwie Waffen machen. So, wo bist zack. Du, Max? Ich sehe dich nicht. Ich bin hier gerade da, wo wir den Baum abgebaut haben. Leute, okay, weil warte, unser Ziel ist es natürlich auch heute wieder Minecraft durchzuspielen. Und das bedeutet natürlich auch den Enderdrachen zu besiegen. Aber mit unserem aktuellen Noob-Level können wir das natürlich komplett vergessen. Dafür müssen wir erstmal krass werden. Okay, ich habe hier ein Werk, eine Werkbank gemacht. Wenn wir den gemacht. Enderdrachen besiegen müssen, müssen wir mindestens Stärke auf 5 haben. Ja, jetzt wir müssen schon. Auf jeden Fall alles auf 5 haben. IQ, Stärke, alles. Weil, Stani, das Ding ist, es gibt auch noch eine besondere Fähigkeit, die man bekommt, wenn alles auf maximaler Stufe ist, ja? Nein, doch, man was denn? Da kann man sowas ganz Besonderes kriegen. Ich weiß es nicht, das habe ich auch nur gehört. Also wir müssen auf jeden Fall alles auf Level 5 bekommen, dann bekommt man eine Spezialattacke. Ich sag dir ehrlich, da brauchst du keinen Diamant mehr. Ey, hast mich gerade geschlagen, ey, oder was? Ey, wir müssen uns auch mal Essen besorgen, ne? Ja, ja, warte mal, ich gehe jetzt hier erstmal kurz runter. Ich gehe uns erstmal ein bisschen Stein holen, damit wir Steinwerkzeug machen können. Weil Holzwerkzeug ist auf jeden Fall Schmalspur. Mach mal einen Ofen, wir müssen einen Ofen machen. Ja, ja, sofort, warte mal. Hier zack, ein bisschen Stein holen, Leute. Let's go. Ey, wir können ja hier von den Villagern hier den Bruchstein abbauen. Oh mein Gott, ich höre hier irgendwo einen Zombie. Oh nein. Okay, warte, wir bleiben mal lieber von den Zombies weg. Weil, Leute, ihr seht, wir haben nicht viel Leben, gar nichts. Und umso stärker wir werden, desto mehr Leben bekommen wir natürlich auch. Oha, ich habe jetzt fast 700 Schritte. Boah, stark. Hast du ein bisschen was zu essen? Ja, ich hab was. Hier. Guck mal, ich hab einen Ofen gemacht. Ja, aber wir haben gar keine Kohle. Warte, ich hab Holz. Okay, das ist gut. Aber musst du ja erst zu Holzkohle, glaube ich, machen lassen, oder? Nee, das geht so. Ui, okay, sehr gut. Weißt du was? In der Zeit, wo wir hier Essen machen, werde ich hier nochmal ein bisschen laufen gehen, ja? Ein bisschen Training. Ja, ich komm mit. Ich bin hinter dir. Komm, wir müssen hier rumlaufen. Ein bisschen joggen gehen. Ich hab jetzt fast 800 Schritte. Was? Ich hab gleich das nächste Level. Du hast schon gleich Level ab, Junge. Guck mal, hier sind Schafe. Den können wir auch noch wegboxen. Die Schafe, wir brauchen Fleisch zack, unbedingt. Zack, 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 zack. Ohne Fleisch werden wir den Enderdrachen niemals besiegen können. Nee, niemals, niemals. So, Wolle, dass wir vielleicht auch ein Bett bauen können. Okay, ich mache jetzt hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen Schritte. Ausdauerlevel erstmal hoch machen. Weil ich und glaube, Schlag immer nebenbei. Weil, Leute, ich glaube nämlich, wenn das Ausdauerlevel hochgeht, dann müssten nämlich unsere Beine auch mal ein bisschen dicker werden. Ja, wir kriegen ja dadurch Beinmuskulatur. Wir haben ja hier gerade noch richtige. Ja, wir sind jetzt hier nicht gerade sportlich unterwegs, ne? Digga, du siehst aus wie ein kleiner Bummi, Junge. Ja, warte mal ab, Max. Ich habe gleich hier nächstes Level erreicht. Boah, krass. Okay, ich bin bei 820. Wie sieht's bei dir aus? Oh, 950, 960. Boah, Stani gibt hier richtig Gas, Leute. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Ich brauch Fleisch. Ja, ich kann gleich auch nicht mehr rennen. Das ist gar nicht gut. Ich pack neues Fleisch rein. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber das Problem ist ja... Ey, hättest du mir ruhig auch mal hier ein Stück übrig lassen können. Das Problem ist ja... Was? Max, ich glaube, ich erreiche gleich Level 2. Wie? Hö, Stani? Was mit meinem Bein passiert? Alter, deine Beine sind größer geworden. Aha,
Warte mal, Baby, stell dich mal neben mich, stell dich mal neben mich. Ey, Leute, jetzt verstehe ich das. Umso mehr man levelt, dann wird man größer. Okay, aber ich muss jetzt hier auch mal ein Level abmachen. Ich bin jetzt nämlich auch endlich Level 2 Ausdauer. Let's go. Ey, guck mal, man bekommt auch eine Geschwindigkeitsverzauberung, dann ist man auch schneller. Alter, das ist ja voll nice. Man bekommt hier sogar Superfähigkeiten. Das sieht voll lustig aus. Überleg mal, wir werden später so Muskelmänner. Alter, ja, voll, auf jeden Fall. Okay, aber ey, lass mal hier ein bisschen das Dorf abchecken, ob wir hier noch Essen finden. Bro, wir brauchen auf jeden Fall eine Schule, sag ich dir ehrlich. Ey, Bro, wie viele Schläge musst du noch machen für Stärke oder ein Fitness? Wir brauchen ein Fitnessstudio. Ich brauche noch 50 Schläge. Oha, ich brauche noch 100. So, oh, okay, wir machen das auch mal schnell voll. Schnell klicken. Wir müssen auf jeden Fall mit Stadi Stärke-Level upgraden. Ja, vorbei. Ich habe jetzt 500 gleich. Ich bin 480, 490 und 500 Stärke. Stärke-Level 2, let's go. Oh mein Gott, wir gucken mal, wie wir aussehen. Alter, siehst du, dass meine Arme sind auch breiter geworden? Ja, Mann, ey, wir haben jetzt richtig trainierte Arme. Alter. Alles gut dran. Leute. Aber unser Oberkörper, guck mal, wie klein der noch aussieht. Oh mein Gott, unser Oberkörper ist echt noch ein bisschen schwach. Der wächst vielleicht im nächsten Level vielleicht, Ausdauer ja, mit oder nächsten, so. Ja, mit dem nächsten Level bestimmt. Wir müssen krasser werden. Aber lass mal hier, oh, warte mal, guck mal, hier kriegen wir Essen. Das ist ja auch schon mal gut. Ey, aber was haben wir denn jetzt hier? Okay, Speed-Verzauberung, okay, das ist cool. Ja, wir müssen Dings meiner Meinung nach eine Schule finden, Max. Wir müssen eine Schule finden. Suchen. Ja, Leute, weil es kommt nur nicht Muskeln nur drauf. Bringt nichts. Ja, man das muss ist auch das. Nachdenken. Ja, also ihr müsst auf jeden Fall auch euer Gehirn trainieren, nicht nur euren Körper, Freunde. Und deswegen, weil wir haben hier nämlich auch noch das IQ-Level, was wir upgraden müssen. Und da sind wir gerade noch IQ-Level 1, das ist ja gar nicht gut. So, wir gucken mal ganz kurz. Ist hier irgendwo eine Schule? Ich weiß nicht. Guck mal, das ob du irgendwie vielleicht Bücherregale oder sowas findest. Fitnessstudio ist hier, Max. Da können wir auch gleich mal rein. Fitnessstudio? Ja, ja. Oh, voll gut. Wo ist das denn? Das ist hier vorne. Und hier ist eine Schule, Max. Nein. Hier ist eine Schule. Studio, Jim. Guck mal, oh mein Gott, hier ist Handelbank und sowas. Nein. Ey, Bro, wir werden uns hier gleich so breit pumpen, ne? Oh mein Gott. Hier ist ein Laufband. Wie cool ist das denn? Alter, okay, hier können wir gleich richtig Gas geben. Aber komm erst mal kurz rüber. Lass erst mal in die Schule gehen, hätte ich gesagt. Damit wir ein bisschen die Kuh kriegen. Sonst sind wir richtige Bummis. Okay, warte mal. Herr Lehrer, dürfen wir bitte in die Schule rein? So, einmal bitte lass uns rein hier. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist ein Lehrer, richtig. Okay, meine Kinder. Okay, irgendwie, der macht mir ein bisschen Angst, Stani, der Lehrer. So, die erste Frage, die ihr beantworten müsst, ist 1 plus 1. Alter, Scheiße. 2, 2, 2! Oh mein Gott, Stani, warum bist du so schlau und weißt das? Sehr gut, Stani, du hast die erste Aufgabe richtig beantwortet. Du wirst etwas schlauer. Oh nein, ey, ich will auch schlauer werden. Stell noch eine Frage, Herr Lehrer. Hä, mein Kopf ist größer geworden. Alter! Weil ich schlauer geworden bin. Ey, wenn man schlauer wird, dann wird der Kopf größer. Guck mal im Vergleich zu meinem. Du hast richtig einen Dickkopf, Alter. Ja, du musst hier. Warte mal. Ich muss hier irgendwie. Oh nee, Stani, nimm dir ein Buch. Oh mein Gott. Hä, okay, ich soll mir ein Buch nehmen, hat er gesagt. Ey, Max, aber der stellt doch noch mal eine Frage stellen. Ich will auch okay, ein Buch. Ey, Herr Lehrer, stell werden. Dir doch mal noch eine Frage. Okay, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Die Hauptstadt von Deutschland, das ist Berlin. Berlin. Crimex, du hast zuerst richtig beantwortet. Ja, ich darf mir auch ein Buch nehmen. Ja. Und jetzt lest das Buch und werd schlauer. Oh mein Gott, wie geht das denn? Ah, hier, guck mal, man muss das Buch lesen, dann kriegt man das IQ-Level hoch. Oh, stimmt, wie cool ist das denn? Alter, ich sag dir ehrlich, Stani, lass erstmal Full IQ-Level gehen, dann haben wir einen richtig großen Kopf gleich. Oh, okay, das wird bestimmt richtig lustig aussehen. Oh. Warte mal, ich bin gleich Level 2. Okay, ich bin Level 2, IQ-Level 2. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin gleich 3, weil ich die Frage zuerst wahrscheinlich richtig beantwortet habe. Alter, Stani ist richtiger Streber, Leute. Bro, du hast ja gar keine Chance. Ja, dein Kopf wird ja immer größer, ich sehe schon. Komm, ich mache jetzt hier noch Level 3 voll, dann gucken wir mal unseren Kopf an. Und Level 3. Alter, Stani, wie sieht dein Kopf denn mittlerweile aus? Aber meiner ist auch schon größer geworden. Bro, Alter, was passiert denn, wenn wir jetzt gleich Level... Was bekommt man dadurch für Fähigkeiten? Ich habe bis jetzt nur Speed wegen der Ausdauer. Hast du irgendwas ich hab auch keine Ahnung, was Ey, Schule bringt einem ja gar nichts zu lernen hier. Oh, ihr habt jetzt Pause, meine Kinder. Ja, okay, ey. Okay, danke für die Pause. Ich sag dir ehrlich, Stani, Schule ist voll die Abzocke, Alter. Man kriegt ja gar keine Skills dazu. Ey, das ist ja gar nichts beigebracht, Mann. Das Einzige, was unser Kopf, wir kriegen Kopfschmerzen, weil unser Kopf so also dick ist. Also ich bin jetzt IQ Level 4. Wie sieht's bei dir aus? Ich hab doch keinen krassen Skill. Oh, ich bin jetzt gleich IQ Level 5, Max. Hast du, oh mein Gott. Boah, lass jetzt schnell auf Max machen. Ja, lass hier maximale Stufe. Wir machen erstmal IQ Level voll, Freunde. Und 70, 80, 90. Oh mein Gott, Stani, wie sieht dein Kopf aus? Was hast du denn für einen Riesenkopf, Alter? Ah, oh, ich habe auch einen Riesen. Ey, wir sind zu schlau geworden. Ey, der Lehrer, ich glaube, wir sind jetzt schlauer als der Lehrer. Stani,
Ja. Guck mal, was ich gesehen habe. Was denn? Guck mal, wenn man was abbaut, man bekommt 2 oder 3 Sachen raus stattdessen. Da hab ich Glück bekommen. Das ist unser Upgrade. Oh. Wenn man schlau ist, hat man mehr Glück. Lol, hä? Aber das macht gar keinen Sinn. Man kriegt alles dreimal. Aber das Ding ist, ich habe vielleicht auch das nächste. Weißt du, warum das Sinn macht? Weil work smart, not hard. Man ist einfach schlauer und kriegt dadurch mehr raus aus seiner Arbeit. Ja, wenn man das besser abbaut wahrscheinlich. Ja, Alter, okay, das ist schon mal gut. Okay, Max, okay, das Ding ist, ich bin gleich Ausdauer, nächste Stufe auf Stufe 3. Ey, aber ich sag dir ehrlich, jetzt mit Glück, ne, wenn wir uns gleich Dia-Rüstung und so noch holen. Alter, dann, weißt du, wie schnell wir Dias kriegen? Nein, wir kriegen ja alles ultra schnell. Ey, ich sag dir ehrlich, lass mal nicht hier rumlaufen. Lass mal wirklich direkt farmen gehen, weil währenddessen farmen wir ja auch, weißt du? Währenddessen kriegen wir ja Level. Ich hab schon Stein. So, okay, zack, Ich mach uns mal direkt Werkzeuge. Leute, wir gehen hier nämlich jetzt direkt mal ordentlich farmen. So, zack, eine Steinpicke für mich, eine für Stani. So, hier, zack. Geil. Und dann, weil unser Ziel ist ja, wir wollen ja hier Minecraft durchspielen. Das heißt, wir brauchen sowieso, wir müssen auf jeden Fall uns jetzt krassen Loot holen und dann ein Enderportal finden. Okay, wollen wir machen, wer zuerst Diamanten findet? Boah, okay, wer zuerst Dias findet. Ich sag dir ehrlich, da ist da aber keine Chance, Junge. So, jetzt müssen wir erstmal hier vor allem, das Ding ist ja, man braucht ja dann auch noch erst Eisen, um das abbauen zu können. Das weiß Stani bestimmt nicht. Ah nein, er hat mich gehört. Marc, ich hab dich gehört, Junge. Na gut, so, wir bauen uns jetzt hier mal schnell runter. Du denkst auch, ich bin Minecraft-Loot, ne? Ja, du bist ein ziemlicher Minecraft-Noob. Das Gute ist, man kriegt ja hier Stärklevel, upgradet man währenddessen immer mal noch hier, wenn man was abbaut. Oh mein Gott, ich bin in eine Höhle gefallen. Okay, hier ist schon mal Kohle. Kohle ist ja schon mal was Gutes. Hä, ich bin hinter dir. So, oh mein Gott, man kriegt ja so viel raus. Oh, hier ist Eisen. Du hast kein Eisen. Oh nein, er macht Auge. Oh mein Gott, Bro, wie viel Eisen kriege ich? Ja, das ist voll krank. Max, ich hab, Alter. Wie viel? Ey, ich krieg 6 Eisen, wenn ich hier 1 abbaue. Alter! das ist krass. Okay. Das ist wirklich ein krasser Skill. So, wir machen uns erstmal ein bisschen Eisen eine kleine Fackel. Wir werden unendlich Diamanten damit machen. Ja, das wird Unlimited Dia-Glitch auf jeden Fall. Oh mein Gott, hier geht's auf jeden Fall noch tiefer runter. Boah, ich mache jetzt erstmal hier eine Werkbank. Und dann mach erstmal ein bisschen Eisen, Junge. Hier, warte mal. Ich mache jetzt hier erstmal Werkbank. Zack. Und dann können wir uns nämlich gleich mal hier mit Cobblestone einen schönen Ofen bauen. Ich sag dir ehrlich, wir müssen auf jeden Fall auch gleich mal ins Gym gehen. Max, pack mal hier Dings rein. Ey, guck mal, einfach einen Stack ein. Ich hab auch noch... Ey, das ist so krass. Bro, lass mal, wir brauchen mehr Öfen, damit das schneller geht. Okay, mehr Öfen. Zack, guck mal, wie schnell das hier mit Stein geht. Bam, 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 gar kein Ding für den King. Zack, zack, zack. Bam, 10 Öfen. Ich hab 10 Öfen gerade gebaut. Ofenwand. Ja, wir bauen einfach nur noch Öfen. So, okay, das brennt jetzt hier erstmal schön mal alles hier. Zack, zack, zack. Und dann machen wir uns nämlich erstmal hier eine schöne Eisenrüstung. Boah, ey, weißt du, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir jetzt noch krasser werden hier. Wir müssen eigentlich mal gleich noch mehr... Wir müssen ins Fitnessstudio gehen gleich, Stani, wenn wir hier Eisenrüstung haben. Ich glaube, dann wird's richtig krass. Max, ja? Ich glaube, ich bin wieder gewachsen. Hä? Hast du ein neues Level abgeschlossen? Alter, du bist ja viel größer als ich jetzt hier. Guck mal, ich bin fast erwachsen. Deine Beine sind größer geworden. Ja, mein Kopf, mein Dings ist auch größer geworden, mein Körper, guck mal. Ah, stimmt, dein Körper, ja. Mein Körper ist noch viel kleiner. Ich hab einen kleinen Bummikörper. So, ich werde mir jetzt hier erstmal eine Eisenpickaxe machen. Ja, das ist ja schon mal ein Trick 17. Ich muss unbedingt hier mal, ich muss rennen gehen. So, aber wir haben ja kein Holz dabei, keine Sticks. Ja, doch, ich hab Sticks. Max, ich hau jetzt ab, Alter. Warte tschüss. Doch mal, du hast doch noch gar keine Eisenrüstung. Bro, ich brauch keine Eisenrüstung. Du bist ja voll der Bummi. Junge, weil ich welche Kummer, also ich werd mir jetzt hier eine Rüstung machen. Ja, du machst dir eine Eisenrüstung, ich mach mir direkt eine Dias. Stimmt, wir kriegen doch eh so viel Dias raus. So, ich gehe jetzt nämlich auf minus welcher Höhe 50? Sind wir denn? Ich glaube, minus 50 wäre schlau. Ich komm mal runter zu dir, aua. Ey. Oh, Creeper! Wow, weg. Oh mein Gott, das war aber knapp. Aber weil wir so stark sind, glaube ich, kriegen wir auch weniger Damage. Guck mal, hier ist... Ja, aber wir sind ja noch gar nicht stark. Wir sind ja noch totale Noobs, Junge. Es kommt mir irgendwie auch vor, als würde ich schneller abbauen mit der Stärke. Kann das sein? Ja, ich glaube, wir werden allgemein stärker dadurch Oh mein Gott, ich wurde angeschossen. Oh mein Gott. Aua. Könnte eigentlich sein, dass hier... Aufpassen, wir brauchen Dias. Auf welcher Höhe sind wir denn? Höhe 15. Hier müssten wir schon Dias finden. Sicher? Ja. Wir müssen eigentlich irgendwo Dias sein. Ich bin Diamantenjäger. Mein Gefühl sagt mir, hier kommt ein Dias. Guck mich hier mal ein bisschen um.
So, ey, wenn du ohne mich jetzt tiefer. Dias abbaust, dann bist du richtiger 31er, Stani. Nee, du. Ey, warte mal. Ich habe Ausdauer Level 3. Ich müsste doch jetzt auch anders aussehen. Alter, Leute, mein Oberkörper ist auch gewachsen. Wir sind jetzt auch ein bisschen größer. Nicht nur Stani wird hier groß. So, brauchen wir eigentlich Gold? Ich nehme es mal mit für Goldäpfel, Leute. Wer weiß, gegen den Ender-Drachen. Oh ja, Goldäpfel sind sehr, sehr wichtig. Gegen Ender-Dragon, wer weiß. Aber hier sind nirgendwo Dias. Ist ja gar nicht gut. Aber ich sag dir ehrlich, Stärke leveln tun wir sehr gut dadurch, aber auch. Eher Ausdauer eigentlich, wenn wir hier rumlaufen. Stärke müssen wir öfter klicken. Oh nein, Creeper. Oh mein Gott. Hey, ich habe voll wenig Schaden nur bekommen. Ja, das liegt daran, wie stark sind wir. Wir werden stärker. Wir werden stärker. Guck mal, wir haben auch Speed 2 jetzt hier mittlerweile schon. Hey, wer wird zuerst Dias? Weg mit dir. Ich werde jetzt hier mal so ein Skelett angreifen. Mal gucken, wie viel Schaden ich dem Skelett mache. Alter, man macht schon voll viel Schaden. Mit dem Holzschwert, Two-Hit. Was? Ja, das ist, weil unser Stärke-Level krasser wird. Ich will gar nicht wissen, wie wir abgehen, wenn wir richtig krass ausgerüstet sind. Ich sag dir, ich werde jetzt gleich erstmal eine Stärke hochstellen. Ich bin ja so ein Special-Schlag oder so. Ey, Leute, Stani, wir müssen unbedingt weiter trainieren. Das geht so hier nicht mehr. Oh mein Gott, Max, ich hab 2,6 Gold, weil ich hier so viel Gold finde. Alter, das ist krass, Mann. Ich finde hier leider gerade überhaupt keine Dias. Hä? Doch, da sind Dias! Nein. Ey, Stani, Bro, ich hab gerade eine Spinne One-Hit gemacht. Unser Stärke-Level wird krasser. Wo bist du? Ich will. Oh mein Gott, Digga, das ist eine richtig fette Ader. Nein. Wie viel machst du? Bro, ich habe 48 Dias. Was? Oh mein Gott, komm, wir sind OP. Wir sind OP. Wir gehen jetzt hier raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal richtig ins Fitnessstudio und werden mal überkrass jetzt. Let's go. Ey, Stani, guck mal, wie viel Dias ich gefunden habe. Ey, Max, gib mal bitte ein paar Dias. Ich gebe dir die Hälfte ab, okay? Oha, ihr Damit Mann, können wir uns dann gleich krass machen. Aber ey, ich sag dir ehrlich, das geht so nicht mehr, dass wir so schlecht sind. Komm, lass jetzt mal richtig bitte krass werden. Ey, wollen wir jetzt schon mal uns die Dia-Rüstung machen oder noch nicht? Lass aufheben, wenn wir okay, dann okay, ins End gehen. Aber wir müssen jetzt mal krass werden. Ich werde jetzt hier, box jetzt hier gerade schon die ganze Zeit. Stärke-Level, Ausdauer-Level, alles. Ja, lass mal ins Gym gehen. Hier, Gym rein. Guck mal, da ist ein Lichtschalter auch. Boah, guck mal, jetzt ist hier Licht an. Sehr gut, jetzt sieht man hier auch was. Sehr geil. Alter, jetzt wird hier krass gepumpt. Ist hier Bankdrücken, guck mal, hier, Boxsack. Boah, ich stell mir vor, das ist Leon Mascher. Komm, ich mach gleich Level ab, Stärke. Welches Stärke-Level bist du denn schon? Ich bin gerade noch Stärke-Level 2. Was? Bist du schon höher? Ich werd gleich 3. Ich bin jetzt auch gleich in 10, 9, 8, 7, 6 und Level 3. Let's go. Oh, wir haben die Box aktiviert. Wir haben den kaputt gemacht. Oh mein Gott. Hä? Weil wir den so, ich glaube, wir bauen mittlerweile so schnell ab, weil wir so stark sind. Ey, Alter, meine Arme sind schon richtig. Alter, Stani, wie sehen denn deine Arme aus? Meine Arme sind so schwer geworden irgendwie. Alter, ey, meine aber auch. Ey, Max, ich will jetzt mal einen Boxkampf gegen diesen Villager machen. Mach mal okay? Villager gegen den, Boxkampf. Boom. Alter. Der hält viel aus, der tankt. Oh, 3 du hast ihn weggehauen. Ey, aber Bro, das geht so nicht mehr. Wir haben nur Arme trainiert, deswegen sind unsere Arme und guck mal, unsere Brustumfang ist total schlecht. Oh, wir müssen ein bisschen hier Bankdrück machen. Wir müssen hier mal richtig pumpen, Junge. Ey, okay, warte mal, aber weißt du, was mich auch noch interessiert? Schlag mich mal. Wie viele Herzen ziehst du mir jetzt mittlerweile? Okay. Alter, 1,5 Herzen mit einem Schlag direkt. Oh mein Gott, okay, Max, ich war jetzt hier ein bisschen Bankdrücken. Mach mal Bankdrücken, ich spotte dich, ich pass auf. Okay, Leute, wir trainieren uns jetzt hier mal noch krasser. Oh, Leute, wir sind gleich Level 4. Max, ich hab übelst Muskelkater, ich weiß nicht warum und fühle mich irgendwie so stark, Alter. Stani, wie siehst du denn aus? Hey, was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, was? Junge. Max, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Brust trainiert. Jetzt musst du auf jeden Fall, du musst auch mal Beine trainieren, Stani. Ja, wir müssen ja ein bisschen laufen gehen. Mach auch noch ein bisschen Brust, Max. Ja, warte, ich gehe jetzt hier auch noch einmal hier im Boxsack und jetzt mache ich gleich noch einmal kurz Brust. Du musst aber kurz spotten, ich mache mit richtig viel Gewicht, ja? Ja, okay, ich helfe dir. Zack, hier noch einmal Brusttraining und du bist Stärke 4 gerade, nehme ich an, ne? Ich bin Stärke 4 jetzt schon, ey. Und jetzt bin ich auch Stärke 4. Oh, ey, Max, wie siehst du aus, Junge? Stani. Max. Alter, meine Brust ist jetzt auf jeden Fall auch gut trainiert. Jetzt sind fast die Arme schon wieder zu schmal dafür. Ich sag dir ehrlich, ich würde sagen, wollen wir nicht noch Stärke jetzt hier full machen? Ja, komm, lass direkt hier Stärke voll, Mann. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Bizeps-Curls machen. Guck mal, ich hab eine Hantel in der Hand. Hä, wie hast du die in die Hand genommen? Oh, bam, 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 Hanteltraining. Hanteltraining. Okay, sehr gut, jetzt machen wir jetzt nochmal Full-Arm-Training. Ja, okay, Leute, ich mach mit Karotte. Dann erzähl die Arme. Wie viel Herzen zieh ich dir? Schlag mich mal. Oh, 3,5, Junge. Alter, guck mal, ey, wir haben jetzt auch Jump-Boost mittlerweile.
Guck mal. Nein. Wir springen höher, wir sind schneller, wir machen mehr Schaden. Ey, ich bin echt gespannt, was bei Stärke maximal passiert. Wir haben mehr Glück, also wir kriegen mehr raus. Das ist krass. Ey, ich will nicht wissen, was da passiert. Guck mal, siehst du, guck mal, schlag die mal, da kommt so ein Ding. Alter, Bro, du hast den gerade mit zwei Hits weggehauen. Ja, checkst du das? Überstark geworden. Oh. Alter, aua, du hast mir nicht viel Schaden gemacht. Pass mal auf. Schön auch hier Kohlenhydrate essen, damit wir Energie haben, Leute. So, okay, komm, okay, wir gehen jetzt einmal hier Stärke. Ey, was willst du ein bisschen, guck mal, was hier im Kühlschrank ist, hier so ein bisschen Hähnchen, Proteine. Oh, okay, wir brauchen Proteine. Komm, Proteine. So, jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's hier richtig ab. Oh, Leute, wir sind gleich Level 5. Oh, was passiert? Max, ich hau das hier. Stabi! Alter, wie sehen deine Arme aus? Du machst meine Arme. Guck mal, mit deiner Arme. Ey, du machst alles mit einem Schlag kaputt. Bro, ich mach alles mit einem Schlag. Du bist super stark. Okay, warte, ich muss auch kurz Level 5 werden. Und BOOM! Guck mal, wir hauen alles mit einem Schlag kaputt. Bro, wir hauen ja alles platt. Und vor allem, dann kommt ja alles dreimal raus wegen dem Glück. Und guck mal hier, die Villager. Oh mein Gott, Mats. Alter, Mann, guck mal, mit einem Schlag. Guck mal hier, mit einem Schlag. Ey, wir sind hier richtige Raudis. Guck mal, wie wir alles kaputt hauen. Ey, die Schule hier, Junge. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht hauen. Ey, Max, wollen wir die Lehrer verprügeln? Komm, so, lass die Lehrer weghauen. Okay, jetzt kriegt der Lehrer noch einen übergeprängelt. Junge, weil du so frech zu uns warst, Alter. Ey, Max, ich glaube, du solltest dich eigentlich lassen. So, die Schule wird dir... Alter, Leute, das ist zu krank, wie stark wir sind. Guck mal uns eine Beine an. Ey, okay, wir müssen unbedingt mal Beine trainieren, Stani. Das sieht ja... Guck mal, wie wir aussehen. Oha, ich bin aber nächstes Level gerade. Ich glaube, oha, ich bin übelst schnell. Da müsst ihr ja bei Level 5 müssen ja gleich unsere Beine mal noch größer werden. Oh, guck mal, wie schnell wir sind mittlerweile. Alter, man ist ja echt schon überschnell. Komm, lass das mal jetzt hier noch schnell fertig machen. Das geht jetzt hier auch noch schneller. Und dann sind wir nämlich hier auf maximaler Stufe. Dann müssen wir jetzt Diamond-Rüstung noch anziehen. Dann ziehen wir noch die Diamant... Digga, ich sag dir ehrlich, der Enderdrache, der wird ja direkt zusammengekloppt von uns. Meinst du, der Enderdrache ist One-Hit? Niemals. Ich glaube, der könnte One-Hit sein. Niemals. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir machen ja hier alles One-Hit gerade. Wir müssen auch mal testen. Meinst du, wir können Bedrock abbauen sogar, dass wir so stark sind? Bedrock kann niemand abbauen, Max. Guck mal, hier Kohle. Wie schnell man abbaut, man kriegt mal 3 raus. Das ist OP. Das ist wirklich OP. Max, Bedrock kann niemand abbauen, sag ich dir ehrlich. Wie viele Schritte brauchst du noch für Level 5? Ich brauche noch 500. Okay, ich brauche noch 400. Ich bin gleich durch. Wollen wir uns mal nach unten bauen und wirklich gucken, vielleicht wegen Bedrock? Ja, lass echt mal machen. Oh nein, Achtung, Fallschaden. Muss aufpassen. Man baut so schnell ab, dass man sogar Fallschaden bekommt. Oh, man. Ach, da hier sind Silberfische. Warte mal, bedeutet Silberfische nicht, dass hier irgendwo der Dungeon in der Nähe ist? Ja, safe. Lol, ist da nicht hier das Enderpearl? Warte, wir müssen aufpassen. Ich habe echt irgendwie Angst, dass wir den Bedrock einfach wegschlagen und aus der Welt rausfallen. Bedrock kann man gar nicht kaputt machen, Max. Ich glaube... Oh, guck, warte, hier ist Bedrock. Wir testen jetzt. 3, 2, 1. Man kann so... Na, Bro, guck mal. Was? Was machst du da? Guck mal, hier hört sogar die Welt auf, so stark sind wir. Was? Ey, bitte bau mich jetzt hier nicht ab, Stunden. Ey, was passiert, wenn man da reinfällt? Dann ist Ende, dann bist du raus. Dann bist du weg aus dem Minecraft-Feld. Wir sind zu stark, wir sind einfach zu stark. Bro, wir bauen Bedrock ab. Guck mal, das ist einfach ein Nichts. Krank. Komm, lass jetzt noch schnell oben trainieren gehen. Ausdauertraining, let's go. So, wir machen jetzt hier noch einmal schnell alles voll, Leute. Die letzten 150 Meter. Ich bin mal gespannt, was wir dann nochmal vielleicht für ein Special kriegen. Und ey, vielleicht bist du jetzt schneller wie ich, ey. Ja, das wäre krass. Ich bin echt gespannt. Okay, noch 50 Meter. Noch 50 Meter. Wir können ein kleines Rennen dann machen. Bam! Nein. Max? Guck mal, wie... Oh, du bist riesig. Mein Gott, meine Beine. Und Bro, ich habe dreimal so viele Herzen jetzt bekommen. Bist du auch schneller wie ich? Komm mal her. Das müssen wir mal testen. Leute, weil das ist nämlich diese Spezialfähigkeit, von der ich geredet habe. Und zwar, wenn man alles auf maximaler Stufe hat, dann ist man super, super stark, Leute. Ey, Alter, Stani, das ist zu krank. Ey, du bist ja auch mittlerweile maximal. Ich bin jetzt mittlerweile auch maximal. Ey, Bro, guck mal, wie klein die Kühe sind. Ja, wie groß wir im Vergleich zu den Kühen sind, ey. Ich schlag mal die Kuh, um zu gucken, wie viel Schaden wir machen. Alter! Alter! Was? Stadi, hast du das gesehen? Wenn man irgendwas schlägt, macht man TNT-Schläge. Bro, hä? Ich auch. Alter, ist das krank. Also, Leute. Junge, wir haben jetzt, weil wir maximal sind, TNT-Schläge. Ey, also, Leute, ich sage euch ehrlich. IQ maximale Level, Stärke maximale Level, Ausdauer maximale Level. Ey, Bro, wir sind so geisteskrank OP. Jump Boost 4, Speed, Regeneration. Wir haben einfach so 20 Herzen. Ey, wenn wir uns jetzt noch ein Dia-Schwert machen. Warte mal, Stani, komm. Ich mach mal hier Crafting. Der Drache wird gar keine Chance haben. Ich glaube, wir brauchen nicht mal Rüstung, sage ich dir hart auf hart. Ich glaube, wir brauchen nicht mal. Also wir können uns machen. Hast du noch die Dias, die ich dir mal gegeben habe? Warte, wenn nicht, ich hab schon ein Dias-Schwert. Okay. Wollen wir uns nicht vielleicht einen Helm machen? Ja, okay, warte mal. Wir machen uns trotzdem mal eine Rüstung. Ein Sicherheitshelm, wie beim Fahrradfahren? Ein Bummihelm? Ja, so. Bro, schlag mich mal, Alter. Ich will mal gucken. Ich esse noch mal. Wow, Bro! Wie viel? Bro,
Ich habe fast ein Herz und noch ein Herz. Was? Noch. Obwohl du 20 hattest? Das heißt, ja, 19 du Herzen. Ja, überstark, Marc. Oh mein Gott, lass mal jetzt trotzdem hier noch ein bisschen Rüstung machen. Guck mal, im Vergleich zu den Village. Ey, wie schnell wir rennen, wie hoch wir springen. Wir sind super stark. Checkst du das? Woo. So. Lass mal noch mal kurz ins Villager-Dorf rein. Ich will jetzt noch mal kurz, die haben uns lass ausgelacht. Lass das Villager-Dorf kaputt machen. Die haben uns ausgelacht, sprinten. Als wir klein waren. Und jetzt werden wir die auslachen, wenn wir groß sind. Guckt euch mal an, wie groß wir sind. Wir sind überstark. Guck mal hier, alles weghauen. Einfach alles kaputt hauen jetzt hier. Alles one hit. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, es wird Zeit. Es wird Zeit, Minecraft durchzuspielen. Okay, wir müssen also ein Ender-Dings finden, oder was? Wir werden jetzt ein Ender-Portal suchen, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Ender-Drachen. Let's go. Ey, Stani, Alter, guck mal, wir haben hier die Stronghold gefunden. Hey, und hier ist eine Kiste. Ein Geschenk von eurem Lehrer. Für meine Schüler. Ha, ey, Lehrer? Was? Wir haben den doch, wir haben ihn doch verprügelt. Bro, warum schenkt der uns jetzt was? Aber egal. Ey, Max, du bist viel zu groß hierfür, ne? Aua, ey, da ist ein fetter Tresor. Siehst du das? Was ist das denn? Egal, kaputt hauen. Einfach wir sind den Tresor fett, zerfällt. Lieber schlafen, Junge. Einmal kurz schlafen für den Safe Point. Okay, da ist jetzt noch eine Enderperle von unserem Lehrer. Der hat uns gecarried. Reinsetzen. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich bin drin, Max. Oh, Leute, guck mal. Wir haben sogar einen Nachtsichtmodus, weil wir so intelligent sind. Ey, Max, der Enderdrache fliegt hier rum. Ja, okay, ich seh ihn. Komm, lass ihn packen, Digga. Lass ihn auseinandernehmen. Der hat mich gerade angegriffen. Aber wir müssen erst die Heilstation von dem zerstören. Sicher? So, erstmal hier die Endermänner, die nervigen, wegkleppen. Max, aber vielleicht machst du so viel Damage, dass du ihn direkt platt machst. Meinst du? Dass wir gar nicht die Heilstation... Achtung, er schießt auf dich. Ey, lass meinen Bro Stani in Ruhe. Der muss erstmal ein bisschen tiefer fliegen. Kommst du an ihn dran? Nee, du kannst hochfliegen. Bam, bam. Ein bisschen müssen wir. Ich muss irgendwie ein bisschen hochkommen. Oh, wir müssen. Ey, hoch. Max, ich hab grad den Enderdrache gehittet. Oh mein Gott, der ist fast down. Alter, du hast ihn ja fast One-Hit gegeben. Ja, hast du ihn nur einmal getroffen? Ja, nur einmal, Junge. Okay, ich sag dir ehrlich, wir müssen gar nicht alle Heal-Stationen zerstören. Nein, er ist tief. Gib ihm ein. Er hat mich hochgeschleudert. Oh, okay, warte, Max, pass auf, Max. Er braucht einen guten Hit, dann ist er weg. Da hinten ist er wieder. Meinst du? Einer? Ich hab ihn auch gut getroffen, aber der war nicht direkt down. Ah, Mann, ey, der fliegt zu hoch, Junge. So, Max, ich hab alle Heal-Stationen kaputt gemacht. Hast jetzt doch alle kaputt. Okay, der ist unten. Oh mein Gott. Max? Ich hab ihm gerade wirklich One-Shot gegeben. Nein. Ich habe ihm einfach One-Shot gegeben. Bro, guck mal, hier könnt ihr selbst das Bedrock ey, hier abbauen. Ey, wir bauen einfach das Bedrock ab. Wir sind wieder zurück. Alter, wir sind wieder back. Ey, Stani, das war's gewesen. Von Level 1 Stärke auf Level 1000 Stärke. Und let's Minecraft dabei durchspielen. Go. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall Stani aus. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Craybix.